What happens outside of you, was außerhalb von dir geschieht, does not define who you are. Definiert auf keinen Weg, wer du bist. And so every moment, und dementsprechend jeder Augenblick, God is placing to us this question. Stellt Gott uns diese Frage. Where are you? Wo bist du? Where is your I am? Wo ist dein Ich bin? Where is the state of your being? Wo ist der Zustand deines Daseins? Because if he can see and know where the state of your being is, he can predict what will happen to your life. Und wenn er sehen kann, und zwar den Zustand deines Ich Bins, er kann auch voraussagen, was aus deinem Leben wird. Adam was naked. Adam war so nackt. In other words, he wasn't clothed with the truth concerning himself. Anders gesagt, Adam war nicht bekleidet, und zwar mit der Wahrheit, was seine Person angeht. He said, because I was naked. Da sagte er, weil ich nackt bin, I was afraid. Fürchtete ich mich. So now we see that there is a corresponding emotion that follows the thought in which we accommodate in our mind. The soul is made up of the mind and the heart. So whatever thoughts that you accept as true comes with a corresponding emotion. And that emotion is that which drives you into manifestation. So Adam, now from God's perspective, has rejected the truth about himself and so has put on another truth concerning him. So from that perspective, he is naked. And what was the emotion that goes with that? Fear. Und hierbei können wir sehen, dass mit diesem Zustand seiner Gesinnung gibt es eine entsprechende Emotion. Und das möchte ich gerne erläutern. Die Seele besteht aus zwei Bereichen. Einmal die Gesinnung und einmal das Herz. Der Punkt ist, jede Idee und jede Meinung, die wir annehmen, ja, stellt eine entsprechende Emotion her. Und zwar aus dieser Emotion wird der Antrieb zur Handlung geboren. Und deshalb können wir ja sehen, dass weil Adam nun sich etwas anderes als Gottes Wahrheit angenommen hat und gesagt, ich bin nackt. Hier sehen wir die entsprechende Emotion, dass er sich fürchtete. When God asks Adam, where are you? Und wenn Gott nun Adam fragt, wo bist du? Is a question addressed to each person. Das ist eine Frage, die jedem von uns gilt. Where is your thought? Also, wo befindet sich dein Gedanke? And where is your feelings? Und wo befindet sich dein Gefühl? Because these two constitute your awareness. Denn sowohl dein Gedanke als auch dein Gefühl, beide zusammen machen dein Bewusstsein aus. And it determines your realities. Und dein Bewusstsein entscheidet wiederum das, was für dich real ist, deine Wirklichkeit. Amen. Amen.